Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Warships, euer Remco auf Remco LP. Wir fahren mit der Königsberg und hier gibt's Königsberger Clubs. Nein, natürlich nicht. Ah, dann fahren wir der Königsberg. Ein schönes Schiffchen. Halt schon. 12,4. Oh Gott, entschuldigung. 12,4 Kilometer. 2 Wochen Spätschicht auch noch schon ganz schön. 12,4 Kilometer. Range. Also lässt sich schon was machen. Oh ne, 15. Was labert der Junge? 15 Kilometer Reichweite haben wir. Haben wir noch eine Königsberg. Hoffen, dass wir schnell genug umswitchen können, die Muni. Müssen jetzt erstmal gucken, wie wir weit und so, ne, wie weit wir schießen können und so. Also wie weit wir schießen können, weiß ich natürlich, aber wo wir ihn ungefähr einloten müssen, den Gegner. Ja, das wird eine ganz gute Reichweite sein. Und wie ihr seht, wir können schießen und en masse, ey. Oh, wir hätten drauf zusteuern müssen, nicht weg. Das waren natürlich wir mit einem Schuss, ne? Wie ihr euch denken könnt. Nein, natürlich nicht. Wir müssen hier abhauen. Ich bin weg. Können wir mal Torps schießen. Auch wenn sie nicht ankommen werden. Auf HE umladen. Und haben natürlich nicht auf die Karte geguckt, dass da ein Kumpel kommt von uns. Haben den kleinen Drecksack natürlich in Brand geschossen. Und jetzt natürlich wieder Angriff. Die Geschütze, die klingen so bad, ey. Das ist schon richtig geil. Und nochmal eine Salve. Und immer gib ihn, immer Feuer frei, Marianne. Hier ist was für ihn. Oh, was da kommt. Drehen wir natürlich gleich ab, weil wir wissen, dass er Torps legen will oder gelegt hat. Oh ja, der war gut. Und die nächste Salve. Und nachladen, nachladen, nachladen. Er kann auch echt schnell nachladen, die Königsberg, das ist echt geil.
Das haben wir natürlich gleich unter Sonar gestartet. Um irgendwelche Torpedos und Schiffe ausfindig zu machen, auch im Nebel. Wie es hört. Wir schaffen knackige 30 Knoten. Auch nicht zu verachten. Also ändern wir mal die Richtung, dass er doch Torps gelegt hat. Ist der schon weg? Na, alles klar. Wir fahren weiter darauf zu. Super, super geil. Super, Remco. Okay. Können wir noch den Anschluss schaffen zur Schlacht? Klar, die Kaiser. Oh, die König kriegt gleich Torps ab. Das war's für sie. Drei werden Minimum treffen. Eins, zwei. Und weg ist sie. Müssen den ihren letzten Vorteil rausnehmen, den sie so haben. Die Flugzeugträger. Können wir das noch ein bisschen anstellen. Kamikaze Air ist am besten zusammen. Ja, das ist am besten. Oder wir nehmen B ein und erhöhen den Druck darauf. Hier nur drei Schlachtschiffe. Wir haben noch zwei, oder? Ja, wovon eins AFK ist, so wie es aussieht hinten. Im Yogi. Nice. Ja, sie länglich auch raus. Tsuyu, stark getroffen von uns. Naja, 3000 Damage ist nicht stark. Stark, aber getroffen. Ich weiß schon mal, dass sie jetzt die gejagt ist.
Oh, wir hätten mal weiter vorschießen sollen, aber naja. Oh, doch getroffen. Zitadelle sogar einmal. Oh, die Wyoming! Aber nur hoffen, dass sie nicht noch Torps setzen können, ne? Wieso auf die andere Kaiser? Da vorne kommt ja noch eine Kaiser, okay. Nicht durch. Jawohl, weg ist er. Und jetzt sind wir auch weg. Oder doch nicht? Du Drecksack. Erst Torps schmeißen und jetzt hier, ne? Schnell abhauen oder was? Noch 600 noch was Hitpoints haben wir und dann sind wir auf Weg. Auch nicht mehr so. Wow.
nice! Ihr habt mir das Leben gerettet, Jungs. Hey! Die Königsberg auf Erfolgskurs! Jetzt muss es nochmal langsam abbrennen, oder was? Jawohl, 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 das war's. Und tschüssi. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Remco auf Remco LP. Bis zum nächsten Mal. Und guck mal, für die erste Schlacht, ne? Kriegt ja doppelt Erfahrung und was weiß ich. Und das kann sich doch sehen lassen, oder was? Bis zum nächsten Mal, euer Remco auf Remco LP. Ciao, ciao. Tschüss.